Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in diesem Video, in dem es um das Thema Ton gehen wird. Ich habe heute jede Menge Tipps für dich, wie du deine Tonaufnahmen deutlich verbessern kannst. Denn egal, ob du einen Podcast aufnehmen möchtest oder beispielsweise ein Video von dir selber filmen willst, Ton ist ein besonders wichtiger Aspekt. Und je besser der Ton klingt, umso eher möchte man dir in dem Moment zuhören. Ich habe selber sehr viele Videos gemacht, ich habe selber sehr viele Tonaufnahmen schon versaut und möchte dir jetzt mal so die Tipps geben, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, die mir echt eine geniale Tonqualität für meine Videos und für meine Podcastaufnahmen gegeben haben. Das Wichtigste zuerst, das ist die Umgebung, in der ihr den Ton aufnehmt. Egal wie gut euer Mikrofon ist, in dem Moment, wo ihr sehr viele Nebengeräusche habt oder beispielsweise einen Hall, weil ihr in eurer eigenen Wohnung oder in irgendeinem Zimmer aufnehmt, das in dem Moment nicht gedämmt ist, ist die Tonqualität nicht mehr ganz so gut und der Zuschauer wird eher abgelenkt. Nebengeräusche hatte ich schon mal bei einem Wasserfall, da war das besonders extrem. Ich habe automatisch in das Mikrofon reingeschrien, was es in dem Moment noch ein bisschen schlimmer gemacht hat. Im Endeffekt müssen wir jetzt nichts anderes mehr machen, als auf einen Auslöser drücken und die Kamera macht den Rest von alleine. Gerade solche Dinge sollte man in dem Moment vermeiden. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Wasserfall sein, das ist ja im ersten Moment sehr offensichtlich, sondern es können auch Dinge sein wie einfach ein PC-Lüfter oder irgendwas anderes, was in dem Moment im Hintergrund laufen kann, um eure Aufnahme zu zerstören. Das nächste Problem ist natürlich der Hall. Hall ist etwas, was in sehr vielen Innenräumen vorhanden ist. Wer draußen aufnimmt, hat meistens keinen Hall, dafür sind die Nebengeräusche da ein bisschen schlimmer. Aber Hall lässt sich relativ einfach in dem Moment entfernen aus einer Aufnahme. Hier gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist, das Mikrofon relativ nah an die Geräuschquelle zu setzen, wie ich es in diesem Moment habe, oder die Umgebung ein kleines bisschen zu dämpfen. Dämpfen mit sehr weichen Materialien. Es macht schon einen gigantischen Unterschied, wenn irgendjemand ein Sofa in einen Raum reinstellt, weil das schon sehr viel Hall schluckt. Alternativ dazu habe ich selber mal Halldämpfer gebaut, die den Hall hier in meinem Office sehr gut abhalten können. Ich mache euch gerade mal so einen Vergleich. Diese Aufnahme hört ihr schon die ganze Zeit. Die ist natürlich mit den Halldämpfern und diese Aufnahme ist ohne. Dann kommen wir natürlich zur eigentlichen Entfernung vom Mikrofon zur Geräuschquelle. Ich würde euch empfehlen, das Mikrofon sehr nah an die Geräuschquelle zu setzen. Man kann das auch manchmal so ein bisschen verstecken, aber je näher es in dem Moment an dir dran ist, umso besser klingt es. Ich habe es diesmal eindeutig ins Video reingestellt, auch weil es echt cool aussieht. Und ihr könnt mich sehr gut verstehen. Ihr habt keine eigenartigen Nebengeräusche. Das Einzige, was ich muss aufpassen, dass ich beim Gestikulieren nicht mit den Fingern dran schlage. Habe ich das Mikrofon ein Stückchen weiter weg, klingt der Ton in dem Moment schon nicht mehr so gut. Ich spreche genauso laut, wie ich vorhin gesprochen habe, als ich so einen Meter weiter vorne gesessen habe. Aber ihr merkt schon einen deutlichen Unterschied. Spätestens, wenn ich mal weiter weg im Raum stehe, versteht man mich schon gar nicht mehr und der Ton ist fast schon unbrauchbar. Meine Empfehlung ist deshalb, das Mikrofon 20 bis 50 cm von der Geräuschquelle entfernt zu platzieren. Es ist nicht mal so relevant, welches Mikrofon, solange man so ein klein bisschen auf die eigentliche Umgebung achtet. Wenn du jetzt testen möchtest, ob deine Umgebung sich dafür eignet, um darin eine entsprechende Tonaufnahme zu machen, dann klatsch einfach mal in die Hände. Du merkst relativ schnell, wenn du diesen Klatschtest machst, dass du Hall hörst oder eben auch nicht. Bei mir ist der Hall relativ gering, man kann sich da hier schon auf seine eigenen Ohren verlassen. Geh mal in eine Lagerhalle und mach das gleiche, dann wirst du merken, wo überall der Hall zurückkommt und was du eigentlich tun musst. Die glatten Oberflächen, von denen der Hall in dem Moment zurückkommt, die kann man auf unterschiedliche Art und Weise abdecken. Entweder hängt man Bettlaken auf, man kann Bettdecken aufheben, man kann, wie ich in dem Moment, solche Dämpfer bauen. Hier habe ich das Tutorial unten drunter verlinkt, wie das Ganze funktioniert, wie ich das gemacht habe. Aber irgendetwas Weiches in den Raum zu stellen, das den Schall in dem Moment schluckt, hilft sehr, sehr gut. Klar gibt es auch die professionellere Variante, dass man sich aus Schaumstoff den gesamten Raum zupflastert. Das muss auch nicht sein, man muss hier gar nicht mal so sehr übertreiben. Ein bisschen Hall wirkt natürlich und es hört sich dann nicht so tot an, weil wir sind ja Hall gewohnt. Hätten wir gar keinen Hall, klingt es so, als wenn die Ohren zugefallen und das wirkt so ein klein bisschen eigenartig, so dumpf. Bisschen ist in Ordnung, aber ihr solltet auf jeden Fall aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Jetzt kann natürlich nicht jeder, so wie ich hier, einfach ein Mikrofon mitten ins Video reinstellen. Vielleicht möchte man das in dem Moment auch nicht. Doch man kann hier sehr kreativ werden. Beispielsweise reicht es in vielen Fällen schon aus, einfach mal das Handy in die Hand zu nehmen. Ein Handy ist etwas, was nichts Ungewöhnliches ist, wenn es in dem Moment irgendwo im Bild zu sehen ist. Und ich werde euch das gerade mal demonstrieren.
Ich lege das Handy hier einfach hin, ich lege das so ein klein bisschen rüber, dass man es im Bild nicht zu sehen hat. Ich starte einfach mal die Sprachaufnahme, das ist jetzt in dem Moment genauso weit entfernt, wie eigentlich meine Empfehlung ist. Ich rede einfach mal ganz normal weiter und ihr merkt schon, dass die Tonqualität echt in Ordnung ist. Wahrscheinlich nicht so gut wie von dem Mikrofon hier, aber man kann auf jeden Fall damit arbeiten. Und es ist echt toll, so einen Ton aufzunehmen mit etwas, was quasi jeder zur Verfügung hat, als einfach den internen Ton von der Kamera zu nehmen, denn die ist meistens zu weit weg und die Mikrofone in den Kameras sind auch nicht immer die besten. Die nächste Variante, die wir hier unternehmen können, ist quasi meine Lieblingsvariante. Ihr habt es in sehr vielen Videos schon gesehen, und zwar mit einem Ansteckmikrofon zu filmen. Ansteckmikrofone kriegt man relativ günstig. Gibt das Rode SmartLav Plus, das ich hier empfehlen kann und auch selber verwende. Das kann man einfach ins eigene Handy stecken, steckt sich das hier einfach ans T-Shirt mit dran und kann in dem Moment auch so aufnehmen. Einfach mitten am T-Shirt, es ist direkt an der Geräuschquelle. Selbst wenn irgendwelche Nebengeräusche entstehen würden oder irgendein Hall, das Mikrofon kann sehr gut damit umgehen im Vergleich zu vielen, vielen anderen, die ich schon ausprobiert habe. Wer das Ganze jetzt noch eine Stufe nach oben bringen möchte, der kann hergehen und kann das Ganze mit Klebeband von innen an das T-Shirt kleben. Ihr seht schon, das Mikrofon ist nicht mehr zu sehen. Ich habe es in dem Moment an die Innenseite des T-Shirts geklebt und habe trotzdem einen tollen Ton, obwohl es eigentlich durch eine Stofflage geht und so ein klein bisschen versteckt ist. Man muss hier ein bisschen aufpassen, bei zu viel Bewegung, wenn man es nicht richtig geklebt hat, klingt das ein bisschen eigenartig, aber es ist auf jeden Fall ein toller Weg, um Ton aufzunehmen und einfach das Ganze in der Kleidung zu verstecken. Das geht auch im Krawattenknoten, da gibt es echt kreative Möglichkeiten, wie man das Ganze hinbekommt. Einfach so ein klein bisschen darauf achten, dass es scheuernde Kleidung in dem Moment nicht mit aufnimmt. Gerade aus diesem Grund bin ich ein echter Fan von Ansteckmikrofonen, weil sie extrem vielseitig sind, weil man sie verstecken kann und weil sie nicht so anfällig sind gegen Störgeräusche. Doch wir kommen jetzt zum nächsten Punkt, der ebenfalls sehr wichtig ist, und das ist die Pegelung des Mikrofons. Man sollte es nicht zu laut aufnehmen, natürlich auch nicht zu leise. Ich empfehle auch nicht, eine automatische Pegelung zu nehmen. Manchmal kann das funktionieren, kommt darauf an, wie intelligent die Software in dem Moment ist, die das Ganze aufnimmt. Aber gerade bei plötzlichen Lautstärkeveränderungen kommt die meistens nicht hinterher. Hier so ein klein bisschen aufpassen, es sollte nicht zu laut sein, um eben kein Clipping zu verursachen. Das ist das in dem Moment, wo die Tonstärke zu laut ist und quasi über das Limit hinausgeht und nicht das, was drüber ist, nicht mehr aufgenommen werden kann. Klingt grauenhaft. Wenn es zu leise ist und ihr müsst es dann später lauter machen, damit man es auch richtig hören kann, dann sorgt das nur dafür, dass Nebengeräusche, die in dem Moment ebenfalls auf der Tonspur mit drauf sind, auch verstärkt werden. Sorgt für ein Rauschen, klingt ein bisschen eigenartig. Je genauer man es in dem Moment einpegelt, umso besser funktioniert es. Ich würde euch empfehlen, dass ihr hergeht und auf gar keinen Fall im roten Bereich landet, was den Pegel angeht. Versucht, dass der lauteste Ton in dem Moment, den ihr aufnehmen könntet, bei etwa minus 6 dB liegt. Dann habt ihr noch so ein klein bisschen Limit nach oben, das man in dem Moment aber nicht brauchen sollte. Als nächstes gibt es etwas, wovor wir uns schützen müssen, was aber jetzt nicht wirklich was mit Nebengeräuschen zu tun hat, auch nicht wirklich was mit Hall. Es ist Wind. Wind kann aus zwei Quellen kommen in dem Moment. Zuerst mal vom Sprecher, in dem Moment von mir. Das Sprecher ist in dem Moment mit P, T und K Lauten. Gerade diese Laute sorgen für einen sehr großen Luftausstoß und es klingt eigenartig, wenn die Mikrofone keinen Popschutz haben. Popschutz klingt eigenartig, der nächste Begriff ist noch schlimmer, denn besorgt euch eine Dead Cat, also eine tote Katze. Ja, das heißt wirklich so. Das ist in dem Moment eine Möglichkeit, etwas über das Mikrofon zu ziehen. Das Ganze sieht so aus und wenn man so etwas über das Mikrofon zieht, wie in diesem Fall, ist ein Richtmikrofon, dann ist es deutlich weniger windanfällig. Es gibt jetzt unterschiedliche Varianten. Wir haben zum ersten Mal eine Dead Cat. Dead Cat ist jetzt okay, bei starkem Wind würde ich sie einsetzen, sonst würde ich sie eigentlich nicht benutzen. Was viel wichtiger ist, ist ein sogenannter Windscreen. Dieser Windscreen, das ist genau das hier, der sorgt schon mal für so ein Grundentfernen von Windgeräuschen. In vielen Fällen reicht er auch aus. Das ist auf diesem Mikrofon hier mit drauf. Auf dem Ansteckmikrofon habe ich es ebenfalls mit drauf. Sieht so aus. Ist relativ klein, weil das Mikrofon auch relativ klein ist, aber in dem Moment sorgt das dafür, dass Windgeräusche gar nicht mehr zu hören sind oder kaum zu hören sind. Bei Mikrofonen, die nur indoor verwendet werden, wie das hier, braucht man ja gar keinen Windschutz. Bei denen ist in dem Moment ein Popschutz notwendig. Dieser Popschutz sollte nicht zu nah und auch nicht zu weit vom Mikrofon entfernt sein und hält halt diese P, T und K Laute ab. Macht ihn nicht zu nah ran, dann funktioniert er nicht. Macht ihn nicht zu weit weg, dann hört man euch nicht mehr. In dem Moment würde ich so etwa eine Entfernung von 3 bis 5 cm bevorzugen.
Als nächstes kommen wir natürlich auch zum Backup. Backup ist besonders wichtig, dass man in dem Moment, wenn man die Möglichkeit dazu hat, mit zwei Mikrofonen aufnimmt. Gerade bei Ansteckmikrofonen ist es ganz gut, dass man vielleicht hergeht und hat hier zwei Mikrofone hingeklebt, dass falls wirklich irgendeins ausfallen sollte, dass man in dem Moment auf Nummer sicher ist. Es gibt auch solche Möglichkeiten, dass man sagt, man pegelt die unterschiedlich stark ein, wenn man davon ausgeht, dass eine Person vielleicht zwischendurch sehr laut und sehr leise redet, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Ich empfehle es auf jeden Fall. Es ist mir schon bei einem Dreh passiert, dass dieser Adapter hier, ich habe das hier als Hauptmikrofon benutzt, das Ansteckmikrofon, und das Mikrofon ist einfach aus dem Adapter so leicht rausgerutscht. Reicht ja so minimal, dass kein Kontakt mehr da ist, und in dem Moment war halt die Aufnahme ruiniert und ich war froh, dass ich dieses Mikrofon hier noch auf der Kamera als Sicherheit stehen hatte. Auch wenn der Kunde etwas irritiert geguckt hat, dass ich zwei Mikrofone aufgebaut habe, aber es hat auf jeden Fall den Dreh gerettet. Wir hatten nämlich keine zweite Aufnahme und ich habe in dem Moment vergessen, den nächsten Tipp zu beachten. Denn hört euch euren Ton an. Checkt auf jeden Fall, ob der korrekt eingepegelt ist, checkt, ob ihr Nebengeräusche hört oder ob irgendetwas passiert ist, sowohl vorher als auch nachher. Ich habe hierzu spezielle Over-Ear-Kopfhörer, was heißt speziell, ich habe Over-Ear-Kopfhörer, die ich dazu verwende, einfach mal mitzuhören. Geht in vielen Kameras, dass man die Kopfhörer einfach in die Kamera reinsteckt und von der Kamera aus mithört, beziehungsweise auch bei einigen Mikrofonen, dass man hier eben einfach mal gegenhören kann. So, ich höre jetzt meine eigene Stimme, klingt ein bisschen eigenartig, weil ich es nur halb auf habe, aber ich kann auf jeden Fall checken, bin ich zu leise, bin ich zu laut, hört man irgendwelche Nebengeräusche, sind irgendwelche Geräusche mit dabei, die nicht auf die Tonspur gehören und kann diese eventuell noch ausblenden. So weiß ich vor der Aufnahme, wie es klingt und was ich eventuell tun könnte, um die Tonspur nochmal ein klein bisschen zu verbessern. Das geht nicht immer, wenn man mit dem Smartphone aufnimmt, funktioniert das beispielsweise nicht, aber wenn man mit dem Smartphone aufgenommen hat, dann macht doch einfach mal eine Testaufnahme und verwendet diese, um einfach mal zu checken, wie der Ton klingt, ob er möglich ist, ob das soweit passt, ist gar kein Problem. Ich gehe öfters her, wenn ich andere Menschen filme und sage, hey, bitte sprich doch mal so laut, wie du normalerweise sprechen würdest. Oder noch ein bisschen lauter, um auf Nummer sicher zu gehen. Und sag einfach mal ein paar Testsätze. Sag, wie das Wetter war, wie dir dein Essen heute Morgen geschmeckt hat oder sowas in die Richtung. Das hilft schon mal, solche Dinge genau einzustellen. Nachdem wir jetzt die Tonaufnahme so perfekt erstellt haben, wie wir sie in dem Moment eben konnten, solltet ihr sie auch ein kleines bisschen bearbeiten. Hierzu verwende ich beispielsweise zwei Werkzeuge. In DaVinci Resolve kann man hierzu hergehen und in dem Fairlight-Tab einfach mal auf der eigentlichen Tonspur sowohl den Equalizer öffnen. An der Stelle hier gehe ich her und setze mal bei den niedrigeren Frequenzen ein Limit mit rein, dass diese ein bisschen ausgeblendet werden. Es empfiehlt sich hier zuzuhören, während man die Bearbeitungen durchführt. Und auf der anderen Seite gehe ich her und mache diese mittleren Bereiche, so zwischen 1 und 4000 Hertz, wo normalerweise die Stimme lebt, wo das meiste von der Stimme stattfindet, erhöhe ich das so ein ganz kleines bisschen. Nicht zu stark, die Stimme soll nicht künstlich klingen, sie soll einfach nur ein kleines bisschen verstärkt werden und unnötige Bereiche, die in dem Moment nichts mit der Stimme zu tun haben, die sollte man ausblenden. Das schon mal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, kennt ihr das, wenn ihr solche Filme hört und wenn es actionreich ist, dann ist ultra laut, ne? In dem Moment, wo sich jemand unterhalten möchte, dann wird das ganz, ganz leise und man versteht überhaupt nichts mehr. Das solltet ihr in euren Videos ebenfalls vermeiden. Hierzu gehe ich nochmal her und pegle das Video entsprechend nochmal ein, nach der Aufnahme. Ich gehe meistens her, wenn es nicht 100% aufgenommen ist, um so ein bisschen ein Limit mit drin zu lassen, mache ich es ein ganz klein bisschen lauter. Nicht so laut, dass es hier oben zu stark anschlägt, sondern dass man diese mittleren Bereiche ein kleines bisschen angehoben hat und kombiniere das Ganze mit einem Limiter. Den Limiter findet man in dem Dynamics-Bereich und hier kann ich hergehen und kann sowohl den Kompressor anhaken, dass an der Stelle so ein klein bisschen leiser gemacht wird, und den Limiter, den setze ich auf -7 dB. Das heißt, alles, was in dem Moment lauter als 7 dB ist, wird so ein klein bisschen nach unten gedrückt und der Ton ist in dem Moment nie zu laut, einfach weil DaVinci Resolve in dem Moment hergeht und so ein klein bisschen unterstützt. Das Ganze funktioniert natürlich ebenfalls in Premiere. Hierzu im Audiobereich mal dieses Fenster aufklappen, einfach mal draufklicken, dann kriegen wir schon mal solche Effektreiter angezeigt. Ich mache das gerne über die gesamte Tonspur, einfach weil das etwas ist, was man auf sehr viele Clips gleichzeitig anwenden kann. Hier gehen wir erstmal auf die Effekteauswahl, gehen dann auf Komprimierung und wählen uns dann Dynamik aus. Dieser Dialog kann jetzt zwei Dinge machen. Zuerst einmal, er kann das, was in dem Moment zu leise ist, ein bisschen anheben.
Hierzu wählen wir einfach mal die bedingte Komprimierung aus und schauen jetzt, dass wir durch den Verstärkenregler diesen so weit nach oben drehen, dass eben nichts zu leise auf unserer Tonspur ist. Es sollte nichts hier unter 18 dB sein, was in dem Moment mit der Sprache zu tun hat. Stille Bereiche mal ausgenommen. So ein klein bisschen nach oben. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass zwischen 7 und 10 ein sehr optimaler Wert ist. Haben wir jetzt den Fall, dass es immer noch zu laut ist, dass es über die minus 6 dB hinausgeht, dann können wir hier den Begrenzer einsetzen, das ist quasi der Limiter wie in DaVinci Resolve und schauen, dass hier minus 1 dB ist normalerweise in Ordnung. Manchmal kann man hier noch so ein klein bisschen runtergehen. Es kommt ein bisschen auf die Tonspur an, aber das sind diese Werkzeuge, mit denen ich in dem Moment experimentiere und dafür sorge, dass die Tonspur deutlich besser klingt. Je besser sie natürlich aufgenommen ist, umso weniger muss man bearbeiten, beziehungsweise umso weniger würde ich auch bearbeiten, weil man hier schnell auch Dinge kaputt machen kann. Dann als nächstes kommen wir zu Filter und EQ und dem parametrischen Equalizer. Den kennen wir eigentlich schon, wenn ich den hier aufmache. Hier mache ich ebenfalls den Highpass-Filter mit rein und lege diesen Tonbereich hier, den Frequenzbereich unter 100 dB so ein kleines bisschen mit rein, bisschen smoother ruhig, das ist gar kein Problem. Das hängt jetzt wieder von der eigentlichen Tonaufnahme ab und natürlich mache ich das auch hier in diesem Bereich. Hier mache ich das wieder so, dass ich den mittleren Bereich anhebe, um eben da, wo die Stimme lebt, so ein kleines bisschen mehr Raum zur Verfügung zu stellen und das Ganze etwas zu verstärken. Das sind so meine Erfahrungen, wie Tonaufnahmen am besten funktionieren. Ja, ich habe einige Videos, da ist der Ton definitiv nicht perfekt, aber es ist etwas, woran man auf jeden Fall arbeiten kann und du kannst es jetzt auch mit meinen Tipps. Zum Schluss noch vielleicht, wenn du auf einem externen Gerät aufnimmst, gerade wenn du Smartphone benutzt, beziehungsweise wenn du irgendwo einen externen Rekorder hast. Es ist nicht immer möglich, mit einer Funkstrecke zu arbeiten. Ich habe hier auch eine Funkstrecke, die ich gerne einsetze, weil sie den Ton direkt in die Kamera spielt und ich nichts synchronisieren muss, aber synchronisieren ist auch wichtig. Hier hilft es, gewisse Tools zu verwenden. Beispielsweise in Premiere kann ich ganz einfach hergehen und kann die Tonspur unter die Videospur legen, drücke auf Synchronisieren, wähle Audio aus und Premiere macht für mich die komplette Arbeit alleine. Gerade für einfache Aufnahmen, wo man jetzt einen Take hat, eine Aufnahme hat, ist es total easy umzusetzen. In dem Moment, wo es ein bisschen mehr wird, muss man hier ein Management mit reinbringen, dass es auf jeden Fall funktioniert, dass man die Tonspur zu der eigentlichen Videospur zuordnen kann. Falls man hier total überfordert ist, empfehle ich das Programm Pluralize. Pluralize kann wirklich hergehen und aus allen Clips, die man gefilmt hat, aus Riesenprojekten eine Sortierung machen, dass Tonspur immer unter Videospur ist. Tolle Möglichkeit, schaut euch das Programm auf jeden Fall an, kostet ein bisschen Geld, aber in dem Moment, wo man viele Videos hat, lohnt es sich. Okay, das war's für heute zum Thema Ton. Ich hoffe mal, ihr konntet einiges lernen und könnt jetzt deutlich mehr aus euren eigenen Videos machen. Denkt immer dran, Ton ist fast schon wichtiger als das Bild, auch wenn das Bild in dem Moment gut aussehen sollte. Wenn der Ton schlecht klingt, kann das Bild so gut sein, wie man möchte. Es funktioniert einfach nicht. Gut, das waren meine Erfahrungen. Wenn ihr mehr zum Thema Video und Tonaufnahmen lernen möchtet, habe ich natürlich einen Videokurs, der sich komplett mit dem Thema Video und Tonaufnahmen beschäftigt, wie man sie schneidet, wie man sie filmt, was man hier alles beachten sollte. Ihr findet diesen Gratiskurs hier unten unter diesem Link. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder.